In der zweiten Römermission der Missions-CD, die Flucht, nicht zu verwechseln mit der ersten Trojaner-Mission des Add-ons, die Flucht, und auch nicht zu verwechseln mit der ersten Trojaner-Mission der neuen Welt, Flucht aus Troja, ist es unsere Aufgabe, vor dem dunklen Volk zu fliehen, bevor es unsere Siedlung überwältigt. Aber was, wenn wir uns weigern, unsere Heimat aufzugeben? Können wir uns dem dunklen Volk langfristig widersetzen, geschweige denn es vertreiben? Zur Erinnerung, es gibt drei Berge, aus denen wir Rohstoffe beziehen können. Kohle und Eisen aus dem Berg im Westen sowie dem im Osten, im Norden finden wir zusätzlich noch etwas Gold und Stein. Allerdings sind letztere Vorkommen nicht allzu üppig. Theoretisch könnten wir natürlich auch die Berge am eigentlichen Zielort nutzen, aber das ist wohl nicht wirklich Sinn der Sache. Der Zugang zum dunklen Volk ist mit einem Trigger versehen, der dank meines modifizierten Skripts sichtbar wird. Das Skript findet ihr in der Beschreibung des ursprünglichen Missionsguides, es ist außerdem in der Enhanced Edition enthalten. Sollte eine unserer Einheiten diesen Bereich betreten, werden sofort 600 Soldaten und 50 Schamanen des dunklen Volks gespawnt, um uns anzugreifen. Diesen Bereich zu betreten ist also erstmal Selbstmord. Wir können unsere Siedlung zunächst normal aufbauen, wir sollten aber früh in Mana investieren, da wir später nur so unsere Gold- und Steinvorräte aufrechterhalten können. Unsere Umgebung hat dafür einige geeignete Orte, die aber schwer zu erkennen sind. Es hilft, große Tempel oder Wohnhäuser im Baumenü auszuwählen und dann nach Orten zu suchen, wo die Punkte gelb oder rot sind. Ab der 30. Minute müssen wir auch mit regelmäßigen Angriffen durch das dunkle Volk rechnen. Meiner Erfahrung nach wird das dunkle Volk von den Goldminen im nördlichen Berg angezogen, es macht also Sinn, dort einige Türme zu platzieren. Für etwas Starthilfe könnt ihr euch auch die Waren beim verfallenen trojanischen Pferd im Westen holen. Im Norden gibt es auch noch einen Pfeil aus Holzbrettern, falls ihr Holzmangel haben solltet. Im späteren Verlauf bauen wir einige Sets Zielobjekte und nähern uns dem Trigger gerade genug, dass wir in seiner Nähe eine Burg bauen können. Hier können wir dann alle Angriffe des dunklen Volks gut abfangen. Allerdings sind die Rohstoffe hier einfach nicht wirklich für den Bau einer großen L3-Armee geeignet, wenn man nicht gerade Rohstoffe auffrischen spammt. Zum Glück können wir uns einiger Tricks bedienen. Der Trigger deckt den Eingang zum Gebiet des dunklen Volks rechts nicht ganz ab. Wir können also dort einen Priester durchschleusen, um mit ihm den Tempel zu zerstören. Alternativ können wir auch mit einer Fähre Einheiten am Trigger vorbeiziehen. Sobald der Tempel zerstört wird, hat das dunkle Volk zwar nicht offiziell verloren, aber es kann zumindest keinen Nachschub mehr produzieren. Auch die vom Trigger gespawnten Soldaten werden nicht angreifen. Wir können ihn also gefahrlos auslösen und die übrigen Soldaten werden auch nicht wissen, was sie tun sollen. Danach säubern wir das Gebiet noch. Die Mission gewinnen wir auf diese Weise zwar nicht, da wir die Siegbedingungen nicht erfüllen, aber man kann wohl nicht sagen, dass das kein Sieg war. Das nennt man dann wohl Fluchtursachenbekämpfung.